Mittwoch, den 24. September, fangen wir an, den jüdischen Jahr 5775. Mit Rosh Hashanah beginnt das Neujahr und wir fangen das jüdische Neujahr sehr ernst. Synagoge einerseits und mit viel Liturgie und das Treffen zu Hause zu einem schönen Mahl, wo die Familien zusammensitzen und auch verschiedene Gerichte essen, die verschiedene Vorstellungen darstellen, mit Wortspielen über das Gericht, nicht nur über uns Juden, sondern die ganze Menschheit. Wir fangen das jüdische Neujahr an mit etwas Universellem. Wir repräsentieren die Menschheit vor Gott, vor Gericht. Und dann haben wir 10 Tage und der 10. Tag ist Tag des Gerichts, Yom Kippur, Tag der Versöhnung, wo wir 25 Stunden fasten. Und fasten heißt nicht zu essen und nicht zu trinken. Fangen wir aber schön an, wenn wir vor Gericht stehen, kommen wir in ein Gefühl von Sicherheit. Der Synagoge dominiert die weiße Farbe. Wir blasen am ersten und zweiten Tag des Rosh Hashanah ein Horn, ein Widerhorn, der uns erinnert an die 10 Gebote, die wir am Sinai bekamen. Dort ist die Stimme des Horns erwähnt, neben Feuer und Erdbeben, das an diesem Berg war. Und dann haben wir besondere Töne, die wir da vorbringen. Einer der ältesten Musikinstrumente der Menschheit. Ein Ton, das Leute aufruft zu Buße. Ein Konzept, das in keinem säkulären soziologischen System gibt, aber in den 3 monotheistischen Religionen eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Und dann Krönung Gottes, Erinnerung an Momenten, wo das Gott und Mensch sich getroffen haben und die Menschen immer wieder gerettet worden sind, ob es der Sintflut Noah ist und der Regenbogen, der danach kommt und uns verspricht, dass keine Sintflut auf die ganze Welt mehr kommen wird, oder der Bund mit Abraham, Isaac und Jakob, der natürlich in den 3 monotheistischen Religionen sehr wichtig ist. Und dann wird nochmal gebetet für eine bessere Zukunft, für die messianische Zeit. Die Erlösung Israels ist ein Teil der Erlösung der ganzen Welt. Also 3 besondere Gebete werden dann in der Liturgie sehr feierlich dargestellt. Das erste, die Krönung Gottes. Was heißt das für einen modernen Menschen? Ein Bezug zwischen Ethik und Mensch. Die Ethik ist nicht eine Sache, die von Menschen kommt, sondern ist ein Teil der Schöpfung. Und da kann der Mensch Ja oder Nein sagen. Das heißt, er hat viel mehr Freiheit, als wir uns vorstellen. Um Mensch zu sein, muss ich Erinnerung zu haben von einer Vergangenheit, damit ich weiß, wie ich meinen Weg jetzt weiterführe in die Zukunft. Das wäre Erinnerung. Und die Zukunft wäre dann der Posaunen, der Ton der Shofar. Auf Hebräisch heißen diese 3 Teile des Gebetes Malchuyot, Zichronot, Shofarot. Krönung Gottes, Erinnerung und Hoffnung in einen Weltfrieden, in einen Dialog zwischen allen Völkern, wo alle einen Gott anerkennen, in dem jeder ihn verstehen kann, wie er es versteht, aber Krieg nicht mehr ein Teil davon ist, sondern ein Weltfrieden. Ich wünsche allen unseren Zuhörern, wer immer ihr seid, ein gutes neues Jahr.